Wenn du noch nicht deinen perfekten Partner gefunden hast, dann schau dir dieses Video mit deiner größten Aufmerksamkeit bis zum Ende an, denn ich werde dir zeigen, wie du deinen perfekten Partner findest. Und vielleicht bist du in der Vergangenheit immer wieder an die falschen Partner geraten. Und es ist etwas sehr, sehr Magisches, denn wir alle haben, gerade wenn es um die Liebe geht oder auch um andere Lebensbereiche, bestimmte Muster. So kann es zum Beispiel sein, dass du immer wieder einen Partner anziehst, der dir nicht das gibt, was du eigentlich willst. Und vielleicht hast du festgestellt in der Vergangenheit, dass egal wie sehr du suchst, dass egal wie viel du versuchst, an der Beziehung herumzudoktern, früher oder später läuft es auf die gleichen Probleme heraus. Oder vielleicht bist du aktuell noch Single. Und es fällt dir unglaublich schwer, überhaupt eine Partnerin zu finden. Und heute möchte ich mit dir über die Dinge sprechen, die dahinter stecken. Denn eine Sache, die es zu begreifen gibt, ist, dass das Thema Liebe, genauso wie andere Lebensbereiche, aber heute geht es um das Thema Liebe, eine Auswirkung ist. Eine Auswirkung, die eine bestimmte Ursache hat. Und diese Ursache ist an einem ganz bestimmten Ort zu suchen, nämlich in dir. Viele Menschen da draußen, die auf der Suche nach einer Partnerschaft sind, suchen an genau der falschen Stelle. Sie fühlen sich vielleicht innen drin einsam, sie fühlen sich alleine. Sie wollen einen Partner, den sie lieben können, von dem sie geliebt werden, mit dem sie Nähe teilen können. Und die Herangehensweise ist, fast ausschließlich im Außen etwas zu suchen. Wir alle haben auch irgendwo ein bestimmtes Idealbild von einem Mann oder ein Idealbild von einer Frau in unserem Kopf. Also das, was wir vielleicht irgendwann mal im Laufe unseres Lebens gelernt haben. Und bei der Suche nach unserem perfekten Partner passiert nun Folgendes. Wir haben auf der einen Seite unser Idealbild, unsere Vorstellung. Mein Partner sollte so und so sein, sollte sich so und so verhalten, sollte diese Werte haben, sollte dieses Aussehen haben, sollte vielleicht diesen Job haben, diesen Lebensweg gehen. X, Y, Z. Ja, das sind die Dinge, die gesellschaftlich konditioniert sind, die wir irgendwann mal gelernt haben im Laufe des Lebens. Auf der anderen Seite haben wir aber das, was wir gelernt haben, auch durch unsere Erziehung, aber auf einer subtilen, unterbewussten Ebene. Und so haben wir vielleicht dadurch, dass wir die Beziehung zwischen unseren Eltern beobachtet haben, auf einer ganz anderen Ebene gelernt, was Liebe ist. Wir haben vielleicht gelernt, dass wenn die Eltern streiten, dann ist das irgendwas mit Liebe, weil normalerweise gucken die sich nie an und jetzt streiten sie, also muss es irgendwas sein, was mit Liebe zu tun hat. Das bedeutet, wir haben auch neben dieser kognitiven Vorstellung da oben, dieser Verstandesvorstellung, auch eine gewisse emotionale Vorstellung, was Liebe bedeutet. Und genau diese emotionale Vorstellung, die uns auf einer bewussten Ebene meistens gar nicht wirklich zugänglich ist, führt dazu, dass wir immer und immer wieder in genau die gleiche misslige Lage hineinkommen. In unserem Coaching-Programm der Freedom Academy haben wir sehr viele Menschen drin, die mit Beziehungsproblemen zu uns gekommen sind, weil sie diese endlich lösen wollten. Das Witzige an der Sache ist, dass wir in keinem dieser Fälle uns wirklich die Beziehungen angeschaut haben, sondern wir haben uns angeschaut, was sind die Muster. Was läuft auf der unterbewussten Ebene ab? Was sind die Vorstellungen, die ich auf jede Situation, auf jeden Menschen in meinem Leben, auf jeden potenziellen Partner projiziere und wodurch ich automatisch immer wieder die Lebensumstände herbeiziehe, die ich entweder will oder nicht will? Normalerweise ziehen wir die Lebensumstände heran, die wir wollen, wenn der Kopf und das, was auf der unterbewussten Ebene stattfindet, im Einklang ist. Wir ziehen die Lebensbereiche an, die wir nicht wollen, wenn diese beiden Dinge sich gegenseitig widersprechen, was in den meisten Fällen der Fall ist. Das bedeutet, wir bringen unseren Coaching-Kunden keine Flirt-Skills bei oder sagen ihnen, hey, guck mal hier und da und verändere das an deinem Aussehen, denn das sind alles nur Auswirkungen. Wir kümmern uns um die Ursache und die Ursache ist, dass das hier oben und das hier unten im Zwiespalt ist. Das bedeutet, wir helfen ihnen dabei, nach innen zu gehen, sich mit dem, was hier irgendwo in der Magengegend rumort,
Frieden zu finden. Anders gesagt, zeigen wir diesen Menschen, wie sie selbst ihr bester Partner werden, wie sie lernen, sich selbst zu lieben, sich selbst voll und ganz anzunehmen, zu akzeptieren, genauso wie sie sind. Und die Konsequenz ist ganz logisch. Wenn du Einheit im Innen hast, wenn du dich selbst liebst, wenn du selbst dein perfekter Partner wirst, dann wird sich das ganz automatisch in deiner Außenwelt widerspiegeln. Wenn du eine Sache aus diesem Video lernen kannst, dann hör auf, Dingen im Außen hinterherzulaufen. Hör auf, Männern, Frauen hinterherzulaufen, potenziellen Partnern. Hör auf, dich selbst zu verbiegen, zu verändern. Hör auf, anderen die Schuld dafür zu geben, dass deine Beziehungen nicht so laufen, sondern fang an, in dich zu gehen. In unserem Coaching-Programm der Freedom Academy zeigen wir dir genau, wie das geht. Wir zeigen dir, wie du wieder inneren Frieden mit dir selbst findest und die Dinge im Außen, die gerade nicht so laufen, automatisch wieder ins richtige Level bringst und das Leben leben kannst, von dem du vielleicht schon lange geträumt hast. Check it out, sicher dir ein kostenloses Erstgespräch unter diesem Video im Link und wir sehen uns in einem der nächsten Videos, das hier schon verlinkt ist. Bis dahin, ciao.